Die Hitze hält sich hartnäckig über Deutschland. Doch im Vergleich zum Sonntag mit seinen bis zu 39 Grad kühlt es in der neuen Woche doch ein wenig ab. Am Montag erwarten uns meist Höchstwerte zwischen 17 und 25 Grad. Im Süden ist es allerdings deutlich heißer. Hier werden maximal 24 bis 33 Grad erreicht. Und auch am Dienstag ist kaum Abkühlung im Süden zu erwarten. Im Südwesten steigt das Thermometer erneut auf bis zu 34 Grad. Der Montag startet zudem mit einigen Schauer- und Gewitterwolken, die im Laufe des Tages aber vom Sonnenschein vertrieben werden. Am Dienstag konzentrieren sich die Schauer und Gewitter besonders auf den Südwesten des Landes. Und auch am Mittwoch sind in der Südhälfte einige Gewitter und Schauer unterwegs. Bis zum Wochenende bleiben die Temperaturen in Deutschland auf einem hohen Niveau, wobei es im Norden immer ein paar Grad kühler ist als im Süden.